So, meine Freunde, herzlich willkommen und Servus bei Metro Exodus, bei Far Cry New Dawn. Wie ihr seht, wir haben unsere Batman-Karre parat. Jetzt wollten sie Steuern haben. Jetzt wollen sie alles. Und sie geben nicht nach. Oh, sorry. Sorry, du standest im Weg. Wir gehen zu Horatio. Und hol uns Horatio. Gelegenheit an. Nächster Vorratsabwurf. Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Getroffen! Und dann legst du um, Pater. Du machst einen guten Job. Ich bin unterwegs. Steht hier mein Batman-Mobil noch? War das der Pater? Bin direkt hinter dir. Ja, das ist er. Ja.
Schlüssel weg. Ich habe den Schlüssel weggeschmissen. Ich halte mich an Anweisung. Tja. Familiennotiz. Aha. Vorsicht vor dem Bienenstock! So. Wir haben ein Schwein in unserem Team. Horatio. Springen, holen wir uns auch noch Timber und dann machen wir die Quest mal weiter. Ja, Timber, ich bin unterwegs. Ich lauf los. Aber noch nie ein Affe. Best
Scheiß Knopf. Na komm. Ich vermute, dass wir die anderen befreien sollen. Das wird's wahrscheinlich sein. Jetzt komm. Ja, nur nicht mit mir. Ist da jemand? Wäre nicht meine erste Wahl, aber immerhin besser als diese unheimliche Stelle. Na dann komm. Ihr seid in Freiheit. Irgendwo müsste hier auch mein Batman-Mobil stehen. Stimmt, steht da nirgends, weil ich bin hierher geflogen. Nochmal hinreisen, alles auffüllen und dann hauen wir ab. Dann gehen wir zu Irwin.
Typen scheint uns wirklich zu helfen. Yep. Gut gemacht. Oh shit. Was finden die überhaupt an dem Kerl? Du willst die Zwillinge? Du willst so nah an sie ran, dass du ihre Nasenhaare zählen kannst? Dann bin ich dein Mann. Also, normalerweise würde ich dich einfach zu den Zwillingen bringen und dich vorstellen. Aber die sind gerade nicht gut auf mich zu sprechen. Ich habe nur gesagt, dass sie verkacken. Und die haben eine Riesensache draus gemacht. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass die Zwillinge jetzt nur noch von diesem Frank reden. Sind die jetzt beste Freunde oder was? Sie haben ihn sogar zum Leiter von dem scheiß Gefängnis gemacht. Ist das zu fassen? Sie wissen, dass ich nicht gut mit ihm klarkomme. So ein blöder Arsch. Im Grunde ist die Sache klar. Lou steht auf mich und will mich eifersüchtig machen. Warum sonst sollten Sie mit dem Penner reden? Also, das Wichtigste bei diesem Plan ist, dass Frank endlich den Löffel abgibt. Und die Sache läuft so. Ihr leitet das Gefängnis. Soweit so gut. Ich bring dich da rein. So kommst du nah an Frank ran und legst den Mistkerl um, ja? Du legst ihn einfach um! Den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist todsicher. Lass deinen Kram hier. Gefangene tragen keine Waffen. Und dann spring in den Truck und ich fahre dich hin. Verdammter Frank. Was sagst du dazu? Wenn man sich keine Grenzen setzt und bereit ist, alles zu tun, dann wird irgendwann alles aus dem Ruder laufen. Genau das ist den Zwillingen passiert. Jupp, und ich muss meine Waffen abgeben. Hey, wer hätte das gedacht? Orange ist deine Farbe. Spring hinten rein, na los. Ich weiß nicht, du fragst dich bestimmt, wie Franks Tod dich an die Zwillinge ranbringt, oder? Das große Demolition Derby steht bevor. Und der Gewinner des Derbys darf zu einem super schicken Dinner mit all den hohen Tieren der Highwaymen. Gewinn das Derby und du kriegst ein VIP-Ticket direkt zu den Zwillingen. Das Problem ist, alle Startplätze sind bereits vergeben. Also müssen wir einen Platz freimachen. Und weißt du was? Frank soll auch bei dem Derby mitfahren. Ganz genau. Du merkst schon, der Plan ist genial, oder? Du schaltest Frank aus und zack, fehlt ihm beim Derby plötzlich ein Fahrer und zufällig kennt ihn ein, hier was mit dem Was willst du denn, Little Fucker? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab einen Gefangenen dabei. Was meinst du? Am Ende geht's um deinen Arsch, wenn's ein Problem gibt. Rein da. Versau es nicht, okay, Slick? Nicht sterben! Ich gebe mir Mühe. Ich
Nun, das alte Gefängnis. Du? Und du? Er geht zu. Vollidiot. Na gut. Ach, da drüben. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Denkt dran, ihr seid für immer und ewig hier, ohne bis ihr tot umfallt. Und hey, so wie ihr aussieht, macht das eh keinen Unterschied. Also los jetzt! Ich bin hier schon seit Jahren weiter. Rausschneidest, können sie dir gar nichts mehr sagen. Wo die herkommen, gibt's noch viel mehr zu. Hörst mir nicht. Die Schisser haben dem Häschen was gegeben und ich will wissen, was es war. Das will ich auch. Aber die können dir nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Ich will ja nicht stören. Wir haben zu tun. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig? Ihr wollt das sicher hören. Siehst du, Schwester? Alles unter Kontrolle. Um den kümmere ich mich. Was machst du denn noch hier? Werkbank 1, für heute seid ihr fertig. Geht in den Hof, behaltet eure Hände bei euch. Das geht ganz besonders für dich. Ach, halt doch mal die Schnauze. Du bist die Erste, der ich den Hals umdrehe.
Wow. Wie stehen denn Umliegende hinten? Okay. Was war das denn?
Wow. Holy shit. Na, den legt man noch um und dann hauen wir ab. Dabei, dabei bitte. Alter, jetzt! Ja, von mir aus. Dann halt nochmal. Jetzt machen wir das Video mal in Sonderlänge. Machen wir 40 Minuten ausnahmsweise. Ist auch das einzige Video diesmal, was wir so lang machen.
Geschafft. Gehen wir noch zu Arwen und dann haben wir die Mission schon wieder geschafft. Für diese Folge. Also wir nähern uns sehr intensiv schon dem Endgame. Wenn wir jetzt schon an die Zwillinge ran können, dann könnte das sehr schnell zum Finale kommen. Da habe ich so den Eindruck. Kann ich mir da ein Auto holen? Kann ich mir ein Auto holen? Sind nur 600 Meter. Fahren wir mit unserem Batman-Mobil dahin. Mit Pater Jerome am Start. Und dann nehme ich wieder Gina mit. Ja. So. Okay, gehen wir endlich wen umbringen. Stimmt. Diese Lackaffen von New Eden gehen mir gewaltig auf die Nerven. Ich wurde katholisch erzogen, deswegen habe ich es nicht so mit Religion. Aha, okay. Aber wir wollen zu Irwin. Stimmt. Dankeschön. Na du? Hm.
Wie auch immer. Jetzt so. Obwohl viel weniger los ist auf den Straßen, fahren die Leute immer noch wie Arschlöcher. Gutes Argument. Ich kann dir gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mir Franks Tod gewünscht habe. Danke. Unglaublich, dass der Idiot gedacht hat, er könnte beim Derby mitfahren. Ich könnte da mitfahren. Ich könnte das Derby leiten. Ich weiß mehr über Autos, als die alle zusammen. Ich habe mal ein Auto aus einem Spülbecken gebaut. Jedenfalls gehört sein Platz beim Derby jetzt dir. Und so kommst du aus nächster Nähe an Niki und Lou heran. Jetzt muss ich dir nur noch ein halbwegs anständiges Auto besorgen. Dann kann es losgehen. Das wird eine Weile dauern, also bis später. Dankeschön. Okay. So. So. Da müssen wir hin. Okay. Dann gehen wir hier hin und dann beende ich die Folge auch schon. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Ich werde schon mal mich verabschieden und euch sagen,
Adios, muchachos. Euer Sakura.